Eine neue Ausgabe von Mürztal aktuell und damit herzlich willkommen. Eine Finalisierung dieses Großprojekts steht unmittelbar bevor und tritt per 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Rede ist von der Zusammenlegung der Sozialhilfeverbände Bruck-Mürz-Zuschlag. Bei einer Pressekonferenz wurden die Detailpläne präsentiert. Fusion ist das Wort des Jahres 2013. Auch die Sozialhilfeverbände Bruck-Mürz-Zuschlag steuern auf die Zielgerade, was einen Zusammenschluss betrifft, zu. Hier gibt es eine Menge zu tun, auch hinsichtlich der Standorte. Jetzt momentan hat der Sozialverband Bruck an der Mur und Mürz-Zuschlag 9 Heime insgesamt. Es werden von diesen 9 Heimen 3 neu errichtet. Das heißt, wir haben 6 Heime. In Bruck an der Mur ist es so, dass im Riazell drinnen aus den 2 Heimen ein Heim wird in St. Sebastian neu gestaltet, wie gesagt, in den alten LKH. Es ist einfach eine Herausforderung, sein für eine Notwendigkeit, um hier effizienter und kostengünstiger zu arbeiten und vor allem aber die Auflagen zu erfüllen. Wie gesagt, die Auflagen des Landes, wie gesagt, die hier sehr, auf einem sehr hohen Niveau sind. 1,5 Tonnen Wäsche pro Tag werden im Logistikzentrum Obereich abgehandelt. Bezüglich der Fusion müsste man ausbauen. Da hat man aber bereits im Vorfeld vorgesorgt. Dass eine Fusion nicht immer einfach ist, weiß man mittlerweile. Auch die weitere Verwaltung ist geklärt. Man kann das so sehen als 3 Säulen. 3 Säulen verwalten jetzt die gesamten Sozialhilfeangelegenheiten des Bezirkes. Das ist auf der einen Seite die Bezirksverwaltungsbehörde, Bezirkshauptmannschaft, die mit den gesetzlich vorgegebenen Aufgaben beschäftigt ist. Weiters die Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes ist gleich auch die Bezirkshauptmannschaft und dieser Eigenbetrieb, unser Eigenbetrieb. Man sieht so den Sozialhilfeverband als großes Ganzes und Teil dieses großen Ganzes ist die Verwaltung der neuen Heime. Eine Riesenaufgabe, eine große Herausforderung, aber mit den handelnden Personen ganz, ganz sicher gut zu bewerkstelligen. Die Heime Kriegach und Kindberg werden umgebaut, was aber mit der Fusion nichts zu tun hat. Auf neue Vorschriften musste agiert werden. Durch die Pflegeheimgesetznovelle 2005 gibt es neue Vorschriften, was Zimmergrößen, was Pflegebetten betrifft. Und diese Vorschriften können wir mit beiden Häusern nicht mehr erfüllen. Und da gab es eine Übergangsfrist bis Ende 2013. Das heißt, bis spätestens Ende dieses Jahres müssen zumindest Pläne für Sanierung oder Neubau vorgelegt werden dem Land, um nachzuweisen, dass wir in Zukunft diesen neuen Vorschriften auch entsprechen. Und daher werden die Neubauten notwendig. Die logistische Herausforderung bei solch einer Zusammenlegung ist nicht von der Hand zu weisen. Immerhin werden rund 600 Mitarbeiter von 10 Personen geführt. Wir bereiten da gerade einen der größten Dienstleister in der Steiermark vor und ganz sicher den größten öffentlichen Heimbetreiber mit 600 Mitarbeitern, rund 800 betreuten Bewohnern, 9 Top geführten Einrichtungen. Das wird schon eine große und gut organisierte Einrichtung werden. Ursprünglich war eine Übergangsphase geplant. Aufgrund guter und effizienter Kooperation konnte man sich schneller zu einer Durchführung entschließen. Der Zusammenschluss tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Momentan ist nicht gerade die Hochzeit für dieses Vorhaben, dennoch geheiratet wird das ganze Jahr über. Die Vorbereitungen für den Bund der Ehe sollten trotzdem gut geplant sein. Informieren konnte man sich darüber am vergangenen Wochenende auf der Hochzeitsmesse im Hotel Landskron in Bruck. Im Hotel Landskron Bruck an der Mur spielten letztes Wochenende Hochzeitsmusikanten, die Rechberger. Grund dafür die Brucker Hochzeitsausstellung, denn der schönste Tag im Leben sollte womöglich in bester Erinnerung bleiben und daher die Planung vor der Hochzeit in Angriff genommen werden. Die Stadt Bruck ist für das Thema Heiraten sehr, sehr gut gerüstet. Wir haben tolle Betriebe in Bruck. Wir sind auch stolz, dass wir heuer über 60% eigener Betriebe haben, sprich Brucker Betriebe bei dieser Ausstellung. Wir haben 22 Betriebe, wie gesagt, über 60% kommen aus der Stadt und die Stadt bietet einen tollen Rahmen auch für das Thema Heiraten. Wir haben Juweliere da, wir haben Fotografen da, wir haben Veranstaltungsräumlichkeiten für Hochzeiten da im großen Rahmen, im Kulturhaus, im kleineren unsere Gasthäuser oder Hotels. Also wir decken alles rund ums Thema Heiraten ab bei uns in Bruck. Das Hotel Landskron bietet ja eine Vielzahl an Möglichkeiten für Hochzeiten an. Ist das so richtig? Ja, ich glaube schon, dass wir seit ein paar Jahren sehr gut aufgestellt sind für das Thema Heiraten. Heiraten im Landskron, heiraten in Bruck. Unser Weg ist ganz klar dorthin geebnet, sage ich mal. Wir haben tolle Veranstaltungsmöglichkeiten bis 120 Personen. Und ich glaube, der Rahmen bei uns ist schon einzigartig. Von der eigenen Kapelle, wo es in der Nähe ist, zum Turm, über die Sonnenterrasse, über die Halle für den Aperitif. Und auch die Mitarbeiter sind sehr gut auf dieses Thema geschult und vorbereitet. Für die Braut ist es die Frisur, aber welche?
Also Locken kommen bei den Damen immer sehr gut an. Wie gesagt, es wird klassisch hochgesteckt oder eben mit Locken sehr viele Haaraccessoires, sei es jetzt Strass oder Perlen. Das wie gesagt, ist immer Trend bei den Damen und wie gesagt, was momentan auch sehr aktuell ist. Eheringe suchen Brautpaare meist gemeinsam aus. Wie ist hier der Trend? Ja, die Eheringe sind natürlich das Wichtigste, das ist ganz klar. Und da gibt es natürlich auch Trends. Weißgold ist weiterhin im Trend. Alles, was hell ist, natürlich Palladium, Platin, Weißgold. Und natürlich die Morgengabe ist ganz, ganz entscheidend. Die wünschen sich natürlich die Damen von den Herren. Kleider machen Leute. Was trägt der Herr zur Hochzeit? Man kann sagen, ein spezieller Trend kristallisiert sich heraus, das sind die Gehröcke. Gehröcke sind diese verlängerten Sakkos. Man sieht es im Hintergrund bei mir, eine richtig festlich elegante Kleidung für den Herrn. Die Braut natürlich in Weiß, aber man beobachtet, dass Tracht auch immer öfter gewünscht wird. Ja, die Tracht ist natürlich jetzt ganz groß in Mode sozusagen, auch bei der Hochzeit. Nicht nur das Brautpaar, sondern auch die Verwandtschaft, sogenannten Schwiegermütter, Mütter. Es ist wieder modern geworden, in Tracht zu heiraten, weil viele draufgekommen sind, dass es ja etwas Traditionelles ist und auch für später wieder tragbar, nicht nur am Tag der Hochzeit. Das sind nur einige Punkte, die eine Hochzeitsplanung beinhalten. Was ist mit Ausstattung? Hochzeitstorten? Nicht zu vergessen die Hochzeitsreise. Und nicht zuletzt das Erinnerungsfoto und die Musik, damit Ihre Hochzeit schwungvoll über die Bühne geht und Sie sagen können, es ist der schönste Tag. Der Stift Admont und die Stadt Bruck an der Mur pflegen seit jeher auch aufgrund ihrer Geschichte intensive Beziehungen, welche für beide Seiten von Vorteil waren. Im Zuge der 750-Jahr-Feier konnte man vor kurzem im Brucker Stadtmuseum noch einmal einen Blick auf die Originalurkunde von 1263 werfen. Einen Vortrag zum Thema 750 Jahre Stadterhebung Bruck an der Mur gab es vor kurzem im Stadtmuseum von Bruck an der Mur. An diesem Tag konnten Interessierte auch die Originalurkunde von 1263 noch einmal im Stadtmuseum sehen. Diese Urkunde führt uns an die Anfänge der städtischen Siedlung Bruck. Hier gab es ja schon viel früher eine Siedlung, die geht erst bis ins 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert zurück. Aber eine sozusagen reguläre städtische Siedlung ist dann eben in der Zeit hier gegründet worden, als die Steiermark, genauso wie ein großer Teil des heutigen übrigen Österreich, unter der Herrschaft des Böhmenkönigs Ottokar stand. Und der war der große Stadtgründer, der hat schon in Böhmenstädte gegründet, in Mähren, überall dort, wo er als Landesfürst zuständig war und auch in seinem Lande, Steiermark, wie es schon heißt, in Terra Nostra, Styria, wollte er ebenfalls dort, wo es bis dahin noch keine solchen städtischen Zentren gegeben hat, welche errichten. Und für die Errichtung also einer solchen befestigten städtischen Siedlung hier, also an der Stelle der heutigen Altstadt von Bruck, da brauchte er bestimmten Grund und Boden, einerseits um die Siedlung selber zu gründen, andererseits um diesen Bürgern, die dann hier angesiedelt werden sollten, Grundstücke für die landwirtschaftlichen Betriebe zukommen zu lassen. Und diese Bürger waren ja damals sogenannte Ackerbürger, die neben einem Handwerk, einem Gewerbe oder dem Handel immer auch Landwirtschaft betrieben haben. Das Stift Admont und die Stadt Bruck an der Mur haben im Laufe der Geschichte sehr intensive Beziehungen gepflegt, die für beide Seiten von Vorteil waren. Die Wolken wurden am Dienstag rasch dichter, auch in der Früh war es sehr neblig. Tagsüber breitete sich der Regen auf die gesamte Steiermark aus. Die Höchsttemperaturen lagen zwischen 6 und 11 Grad. Am Mittwoch verläuft der Tag stark bewölkt, bedeckt und auch kühl. Örtlich kann es ab und zu leicht regnen. Die Frühwerte bewegen sich zwischen 2 und 6 Grad, die Tagesmaxima zwischen 5 und 10 Grad. Soweit das Aktuelle vom Wetter und vom Tag. Noch angenehme Fernsehstunden. Auf Wiedersehen.